Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Schweinchen unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup mit dabei. Tana Hysterie, Spione des Schattens und mit trifft deine Wahl sogar eine lehrbare Fähigkeit von Schweinchen selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde, Leute. Let's go! Bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, dass ich so reguläre Runden und Aufwärmrunden separat aufschreibe. So, Leute, let's go. Dann schauen wir mal, dass wir einen Survivor finden. Ich würde einfach mal in die Dingens reingehen. Da vorne war jemand. Ja. Let's go. Kommt hier die Palette direkt weg? Nö, leider nicht. Schade. Aber ich glaube, den Hit kriege ich. Aber leider die Palette nicht bekommen. Das wäre cool gewesen. Ich werde jetzt hier hinter ihr hergehen, weil die hier gerade irgendwie nicht so wirklich einen Plan hat, glaube ich, wo sie lang will. Nice. Und die anderen ja ahnungslos sind. War zumindest mein Gedankengang. Ah, die haut ab. Ist sie dann auch eigentlich ahnungslos? Nee, ne? Ja, die macht halt überhaupt nicht mal eben hier so links-rechts mäßig irgendwas. Wildpferd. Okay, da war alles. Weil, wie ich eigentlich zur Seite sogar geguckt habe, als ich schon geblendet wurde, das ist schon wieder wild. Einmal oben rauf. So, da hinten ist aber wieder die Verletzte, Leute. Ganz hinten lang. Danke. Ist ihre Falle aktiv? Oh, nice. Jo, die andere hat ja eine Falle. Die ist erstmal hier aus dem Spiel. Zumindest kann sie keinen Generator machen oder so. Springt sie raus? Ja. Oh, nice. Ziehen die Paletten schon ganz gut weg. So, die müsste jetzt ja noch mal Zeit verloren haben. Die andere. Okay, erster Hook leider erst. Ich mach meinen Sound gleich noch mal ein bisschen lauter. Ne, ich hatte jetzt das mit dem Timer direkt auf 20 runter und dann die. Stimmt. Und dann die Dauer hoch. I remember. Oh, okay. Hier schlingelt's. Nice. Ist schon gezogen. Ein schönes Ding. Bekommt sie den auch erstmal rauf? Trifft deine Wahl hier direkt mal. Direkt mal was gemacht, Leute, dass ich das mal erleben darf. Okay, ab an Haken. So, oben der Generator. Hier ist jemand verletzt. Der ist doch noch zurückgesetzt. Brauche ich nicht hoch. Ich glaube aber, dass die Verletzte da oben war. Na, lassen wir sie ruhig erstmal. Da hat jemand verkackt. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich sie jetzt natürlich finde. Aber machst du nix. Wenn ich halt nur sie jetzt auf dem Schirm habe. Bisschen ärgerlich.
Aber nicht so schlimm. Ging sie auch ein bisschen in die Richtung zurück. Vielleicht habe ich dann Glück mit der... mit der Falle. Hinter mir ist jemand gelaufen. Nicht? Ich dachte, hinter mir wäre jemand gerannt. Oh, schade. Okay, wurde schon... Nee, wurde nicht gerettet. Ich lass mal kurz wegen trifft deine Wahl. Let's go. Klödia. Der andere rannte da vorne gerade auch schon wieder lang. Oh ja, die hat Angst. Finde ich gut. Sollte sie auch mal haben. Wir rennen dann so rum. Jetzt ist sie, glaube ich, aber in einer schlechten Position. Nice. Okay, dann bekommen sie schnell die letzte Falle noch rauf, weil es war nur noch ein Generator zu machen. Dementsprechend wird die sonst gar nicht mehr aktiviert, die Falle. Und ich muss jetzt eigentlich die eine sogar rausnehmen. Würde ich fast sagen. Ja, moin, Alter. In hier. Eigentlich wollte ich sagen, ich muss die Dingens rausnehmen. Wo zieh denn jetzt hin? Na gut, dann gehen wir da. Auf sie, weil die ist tot. Zwei zum Preis von einem. Dann haben wir eine tot. Und die hier lag auf jeden Fall auch schon mal. Das heißt, die ist in der zweiten Phase. Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Ja, let's go. Ah, nice. Jetzt, nee, halt. Oh, dann ist sie doch das erste Mal. Stimmt, das eine Mal wurde sie befreit mit der Taschenlampe. Ärgerlich. Da ist jemand, aber da ist auch jemand. Wir sind vorbeigerannt. Ich will einmal die Gens abchecken. Die liegen gar nicht so schlecht. Okay, und beide sind jetzt hier hinten irgendwo hingerannt. Welcher Schrei war das jetzt? Nia oder Klödia? Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Geh mal auf sneaky Basis dahin. Jemand? Ah. Moin. Komm, bitte. Tu es. Tut's nicht. Hat trotzdem gereicht. Nice. Ich dachte eigentlich, vielleicht springt sie mir in die Arme. Aber sie hat tatsächlich ein bisschen aufgepasst. Dann kommt sie jetzt da vorne an den Haken. Ist sie tot? Ich glaube nicht, oder? Spione. Das war jetzt sehr wild. Interessant. Und zack, schnell da rausholen. Keller Gaming würde theoretisch gehen, aber ich glaube, ich hänge sie mal schön zwischen die Generatoren.
Weil das ist jetzt der zweite Haken, wie wir ja gerade gelernt haben. Die hing erst einmal. Nee, hä? Okay, ich bin verwirrt. Hat die jetzt versucht, sich selber zu befreien eben? Oder haben die so lange gebraucht, um sie zu retten? Kann doch gar nicht sein. Das war doch... War das nicht der erste Haken? Leute, Hilfe! Mödo, moin! Was ist denn heute los mit mir, ey? So viel habe ich am Samstag jetzt auch nicht getrunken, dass es heute immer noch wirkt. Obwohl, wer weiß. Hier sind Spuren. Ich gehe jetzt einfach mal hinterher. Hallo, Nia. Einfach auf ganz stumpf hier. Jetzt muss sie eigentlich die Palette ziehen. Macht sie nicht. Okay, dann kriegen wir den Hit. Und dann gehen wir da ihr doch wieder hinterher, würde ich sagen. Diesmal aber straight, weil sie kann auch hier oben rein. Ist sie sogar auch gegangen. Da hinten in der Ecke müsste noch eine Palette sein, ja. Ganz am Anfang war hier schon mal jemand, aber hat es da verkaggelt. Ah, sie hat versucht, sich zu befreien, okay. Schade. Ich weiß nicht, die Fähigkeit von ihr brauche ich meiner Meinung nach jetzt halt irgendwie nicht nehmen. Ich finde, die lohnt sich irgendwie nie. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin zu lost. Also ich kann das immer knicken, dass das zu irgendwas führt. Außer zu Kopfschmerzen. Jetzt muss sie hoch. Na gut, nice try auf jeden Fall. Kann man nochmal machen. Wie gesagt, wir hätten jetzt natürlich auch die Gens einfach stumm verteidigen können, aber ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen langweiliger gewesen. Deswegen aber ein Haken mit ihr. Und dann schauen wir mal, dass wir die Luke bekommen und vielleicht die Klöde ja noch erwischen. Aber auf der Map muss ich auch ehrlich sagen, wenn nur noch ein Survivor ist und die Ausgänge gut liegen, war's das eigentlich eh. Dankeschön. Zumindest gibt's das Duell. Und, ich glaube, das ist wieder so ein Punkt. Da war sie. Oh mein Gott. Ich glaube, es wäre sonst nichts geworden, ehrlich gesagt. Hallo, Klödia. Na, du hast mich schon gesehen, ne? Haha, ich dich auch. So, dann komm her. Direkt weggegrabbelt. Und dann haben wir sie tatsächlich noch alle erwischt. Ich muss sagen, das ging am Anfang eigentlich relativ zügig, aber irgendwie haben wir es doch noch relativ solide runtergespielt mit Schweinchen. Puh, hätte auch anders laufen können, ne? Herrlich. GG. Würde ich jetzt einfach mal an der Stelle callen. Na klar, die Hedge einfach wieder direkt neben ihm. Man muss es halt drauf haben. Mal wieder Schweinchen auf YouTube bringen. Ja, sieht ganz so aus, ne? Grüße an YouTube, Leute. Wer auch immer YouTube grüßen will, der werfe den ersten Stein. Oder irgendwie so, sagt man doch. Eieiei, Leute. Ey, was eine wilde Runde. Schweinchen auch immer wieder ein Erlebnis. Ich weiß nicht. Irgendwie mit der Fähigkeit werde ich einfach nicht warm. Also an den ganzen Loops und so weiter werde ich sowieso irgendwie nie jemanden bekommen. Schweinchen bei mir gefühlt immer nur M1-Killer. Okay, ich mache immerhin die Fallen rauf, ne? Aber der Ansturm, keine Ahnung. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis dahin, haut rein.